Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Terraria. In der letzten Folge haben wir die Windprüfung absolviert und Dollarhand besiegt. Und warum ich jetzt hier bin, fragt ihr euch? Ja, ich habe versucht, einen Mimik-Zombie zu finden und habe es auch geschafft. Bands, guck ich das an. Und da habe ich direkt, weiß ich nicht, war so, weiß ich nicht, 500, 600 Erfahrungspunkte noch vorm Level Up entfernt, deswegen habe ich die auch noch aufgerundet und jetzt sind wir gut gerüstet, ne? Wieder kurz vor Level 54. So, hier ist ein Skit. Doch, ablecken ist gut. Okay, ich habe mal mit Rose gesprochen und die hat hier wieder so ein paar Sachen, die wir machen können. Mit einem Tipp kann ich nicht viel anfangen, der andere sagt mir aber: Auf der großen Camelot-Brücke gibt es eine Stelle, die als Handelsposten genutzt wird. Und ja, da müssen wir offiziell nicht hin, also können wir auch dahin gehen. Ne? Ich hoffe, die Domäne ist jetzt nicht stark genug. Nein. Hier. Ich hoffe, wir können jetzt da durch. Wir haben jetzt alle Dinger. Wir dürfen ja eigentlich von keiner Domäne jetzt hier mehr abgeschreckt werden, ne? Und gucken wir mal. Ich sollte vielleicht noch mal kurz ins Gasthaus irgendwo gehen. Okay, wir können hier hin, sehr gut. Gehen wir mal in ein Gasthaus lieber, weil meine SK sind, glaube ich, SA sind, glaube ich, ein bisschen unter. Gehen wir mal zu einem, wo wir noch nicht alles hochgelevelt haben, gasthausmäßig. Ja, mach mal das mal. Und es geht vielleicht. Nein, okay. Nein, nicht. Entschuldigung. Boah. Ich muss wieder hochgehalten werden, weil ich habe schon in den Zufallskämpfen gemerkt. Ja, ist ein bisschen schlimm. Da, jetzt gehen wir noch mal zurück. Anderen gehört, habe ich wieder viel Geld. So, jetzt können wir durch die Camelot-Brücke gehen. Sehr gut, ne? Jetzt ist ja ein Speicherpunkt, der war vorher nicht da, ne? So, die Brücke haben wir ja schon ein bisschen gesehen, als ich hier durchgelaufen bin, aber nur ein bisschen dunkler. So, jetzt kann ich auch gegen euch kämpfen. Hoffentlich. 54. Schwach gegen Erde. Na, sehr gut. Ich hab nicht mal hart gedrückt. Boah, ich hasse jetzt, wenn die zaubern und ich kann nichts dagegen machen. Ich habe die Ausrüstung außerdem ein bisschen geändert. Es war so, dass alle irgendwie mehr Verteidigung haben. Also dürfte ich jetzt ja nicht so schnell fighten. Das war vielleicht nicht gut. Ja. Ja.
Oh Gott, sind die Gegner hier nervig. Ja, sehr gut. Topazhut. Und wir haben nichts gelernt. Uah. Angriff, Angriff. Angriff. Mehr Fokus oder... Was war mal? Wollte ich ändern. Ja, was wollte ich jetzt machen? Ich hab echt nichts gelernt. Also ein Dreck. Ich wollte das Team ein bisschen ändern. Oh, leider. Komm mal rein. Oh, ihr Viecher, gegen euch habe ich glaube ich schon mal gekämpft. Aber ich kann ich doch bestimmt durchschneiden jetzt, ne? Aha. Und so gibt es aber diese Schwertangriff Aktion. Irgendwie bringt die gar nichts. So. Ich habe auch gemerkt, warum die Schatztruhe nicht mehr angezeigt werden. Ist wegen Schatzdetektor von Mikleo, glaube ich, ne? Macht irgendwie Sinn. Aber ich weiß nicht, ob ich gegen euch gekämpft habe oder nicht. Ich glaube schon. Also jetzt zaubert nicht viel zu gut. Ja, schon gegen welche Gegner ich... Oh, ihr könnt auch zaubern. Aber ihr seid nicht so stark. Ich weiß ja gut, dass ich jetzt wieder angefangen einsetzen kann. Oh. Mein Gott. Oh, Kamera. Oh, sehr gut. Drück euch mal was. Das ist sehr gut. Jetzt klappt das alles mit den automatischen Mystic Arts. Ja, gut. Den Angriff immer noch doof. Mach den Pech. Wir müssen ja diesen einen Typen finden, diesen Abenteurer. Der ist ja hier auf der Pendrago Camelot-Brücke gewesen. Und ja, das ist aber schon Ewigkeiten, ja. Jetzt trotzdem hier noch vorankommen. Wie schnell wir jetzt hier durchkommen, ne? Wir haben irgendwie einen halben Part oder so dran gesessen, diese Brücke jetzt zu laufen. Beim ersten Mal. Ja. Da war ich schon bei, ne? Ja. Euer blöden Viecher geht weg. Und euch habe ich keine Lust zu kämpfen. Ihr seid da aus dem Turm, glaube ich. Ne, aus den Ruinen, meine ich. Ja, du bist aber neu. Oh. Was? Mikleo, setz deine Mystik Art ein. Ja, der wird echt entführt. Boah, jetzt amortisieren die. Ich habe mal nicht deaktivieren kann bei den Gefährten. Aber leider, du bist auch am Frecken. Boah, Hilfe. Okay, das klappt bei mir nicht mit dem Mystic Arts im amortisierten Zustand. Boah, Hilfe. Die blöden Vögel, ey.
Swag-Angriff. Ja, ich weiß, sie nutzen das halt sehr oft das Wort Swag. Ich hab Gefühl. Boah, jetzt kommen noch die Eienviecher. Oh mein Gott. Der Kampf ist nervig. Boah, es hat schon wieder nicht genug SK. SA meine ich. Fällt einfach so geil. Mein Gott, das war jetzt nicht gelohnt, habe ich das Gefühl. Aber ignorieren wir die Gegner mal, weil die gehen mir irgendwie auf den Nerven, ja. Können alle irgendwie nur zaubern. Das wirkt mich schon wieder so an. Und hier ist nix. Blüm. Da kann ich ja kaputt machen. Buff, nö. Na gut. Wir wissen aber, wo wir jetzt hin müssen, zum Glück. Zum Schlachtfeld. Also weiß ich zum ersten Mal wieder, wo ich hin muss. Danke. Ich frage mich, wo wir am Ende hier auskommen. Ja, sind wir wieder alle hochgehalten? Ja, okay, gut. Und zack. Na, mal Kräuter und eine Silbertruhe. Schokopudding. Mmh. Okay. Aber alle Prüfungen schon bestanden haben, ne? Ich komme irgendwie sofort, als wären wir erst in der Hälfte des Spiels angelangt, aber wahrscheinlich sind wir schon ein bisschen weiter. So, da muss ich hin. Ist irgendwas? Kann ich das? War echt. Danke. Kann ich das nicht so untersuchen? Oh mein Gott, a giant rock. Buff. Hä? Achso, ja. Habe ich auch falsch gedrückt hier. Bäh. Ja, na. Wir sollen Handelsposten sein, anscheinend. Angeblich. Laut Rose. So gehen wir da auch hin. Ich kann nur nicht mit den einen in Weiß hier anfangen. Mit den Logren oder irgendwie so. Die Preise steigen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Ort ist. Wahrscheinlich finden wir den ja, wenn wir jetzt hier durchrennen. Komm schon, wer die Brücke ist noch länger. Oh, hi. Da sehen wir doch schon was. Oh, wenn man jemand aus Horsa einen Irisstein verkauft. Hm, wo Horsa liegt? Es liegt westlich des Zapfgott-Wars. Vor allem, wir hören ja nur von Orten, von denen ich noch nie gehört habe. Hier ist nichts los. Hör ich mal hin, was ist das denn hier für ein Handelsposten? Oh, hi. Ich kenne Maven seit, oh je, seit Ewigkeiten. Ich höre, dieser Mann treibt jede Ware ein auf, nach der man ihn fragt. Das ist beeindruckend und unerklärlich. Apropos Maven, er war gerade auf dem Weg zu den Ganglen-Ruinen, um etwas zu erledigen. Oh, da waren wir ja. So, was, das machen wir jetzt. Ganglen-Ruinen, da waren wir. Das ist bestimmt ganz unten, ne? So, speichern wir mal, weil... Warum denn nicht?
Und ja, wir haben so kurz nach 1 nachts. Ich habe anscheinend nichts Besseres zu tun. Ich könnte zwar schlafen oder irgendwie sowas, aber wer braucht denn Schlaf? Oh mein Gott. Ist überbewertet. Jetzt die exakt gleiche Musik wie. Ich möchte jetzt hier nirgendwo reinrennen, da ist er wieder so ein Zombie. Bin arm nicht, jetzt bin ich wirklich geschafft. Auch diesmal schnappen wir ihn uns auf wenigen alten Knack auf jeden Fall. Ist halt Festungsschlucht, Ganglen-Ruinen, ja wehe. Wo ist er? Ich finde den nicht. Ich hätte so getippt, er ist hier im tiefsten Ort direkt, aber anscheinend nicht. Ich kann ihn jetzt auch noch hier suchen. Super. Nämlich nicht auf den Arm, ey. Vielleicht sei er am Eingang. Bevor ich hier alles absuche. Eine sehr nervige Jagd, oder? Ich sehe nämlich keinen Hinweis. Da steht jemand sehr gut. Da bist du sogar. Was? Du bist ver Was einer, der gleiche Stimme hat wie der Opa von Sorey? おじさんが教えたんじゃない。商売も人間も信用が第一だって。久井さんとも約束したしね。面白いコンビだぜ、全く。それにしても顔が広いんだな、名人って。いつの間にかできた腐れ縁だ。まあ、そんな絵にしこそが世界だとも言えるかな。追う方は大変だけどね。勘弁しろって。 俺はお前らにやるから。おい、ごしんか。そんな悪いよ。遠慮するな。こういうことから腐れ縁が始まる。え？お、verdammt。あ、これ、schon wieder。Mann。ich vergesse immer。Hält immer so lange。さあ、Problem ist jetzt。Muss jetzt immer。 zwischen meinen PS4 und PS3 Ladekabel hier wechseln. Und ich finde meinen PS3 Kabel jetzt nicht geil. Pause Bildschirm. Da ist der Rad. Ja. So. Weiter geht's. Ah, Entschuldigung. Seine Stimme kommt mir aber auch bekannt vor, ehrlich gesagt. Aus Animes irgendwie. Flauschiger Repeat, ein. Flauschiger Repeat, ist das nicht der aus Vesperia? Tales of Vesperia, tough und furchtlos, wie er nur ein Hund sein kann. Der fliegt einfach so. Naja, immer so viel. Da haben wir das erledigt. Horsa könnte ein Irrstein sein. Okay. Wo ist Horsa? Was ist Horsa?
Aber naja. Wo ist es? Wo ist die Camelot-Brücke? Ja, wahrscheinlich geht die Brücke dann noch mal auf der anderen Seite voll weit. Und ja, gut. Wenn wir von da kommen, oder? Sieht man nicht, geil. Okay, hier waren wir noch nicht. Ah, okay. Können wir den Rest hier auch noch abklappern? Was? Hab ich gar nicht gesehen. Ist da was hier? Das wäre ein bisschen zu blöd, nur gegen so fliegende, zaubernde Gegner zu kämpfen, und da hätten wir schon wieder einen Speicherpunkt. Warum packen die da einen Speicherpunkt hin, wenn hier direkt der zentrale Platz ist? Guck mal, Krabben. Aber hier kommt kein Skit, was? Das irgendwann muss ich wahrscheinlich noch mal hier hin. Bin wahrscheinlich schon zu früh hier, ne? Ich habe mich, was passiert, wenn wir Ednas Bruder besiegen. Ob wir den irgendwann besiegen? Würde mich gar nicht interessieren. Also ich will es nicht wissen, natürlich, aber würde mich interessieren. Zack, so. Aber hier noch ein. Ich habe, glaube ich, auch voll viele Entdeckungen verpasst, was ich mir irgendwie schwer vorstellen kann, aber ist anscheinend so. Heftig, ne? Oh, naja. Ich kann ja immer so abschätzen, wo die restlichen sind. Weil die sind alle schön nummeriert. Okay, warum sind in diesen Sackgassen nie irgendwelche Sachen? Da kann man keine ganze Zeit umsonst rumzulaufen. Also irgendwo muss er auch schon mal sein. Oder in den meisten wenigstens. Ui. Dich habe ich von weitem nicht gesehen. Forget weg, Mann. Oh. Boah, das dauert jetzt wieder 10 Jahre. Oh, guck dir einer an, wie lange das dauert. Übertrieben hat das so lange gedauert, ne? Finde da auch nicht. So, jetzt würde ich gerne. Da bin ich schon durchgegangen, meine, ne? Den kümmern wir uns ein andermal. Das Gefühl. Das ist eigentlich Schmelzziel, müssen wir ja auch noch machen, ne? Auch wenn die belohnungsmäßig nichts geben, keine AP-Bonusse, keine Belohnungen, vernünftige. Wir haben einfach nur ein Skit. Ja, ein Skit ist die einzige Belohnung. Irgendwann müssen wir ja auch machen. Ich möchte ja auch auf meiner Liste streichen können. Wir haben jetzt Sorey, mit Nikleo haben wir einen geschafft. Ich glaube, mit Rose haben wir auch einen geschafft, oder? Weiß ich gar nicht. Weiß gar nicht, wie wir alle, welchen Alva geschafft haben. Super. Da ist schon wieder nichts, ey. Könnt ihr doch nicht machen. Verschwendeter Platz. Also ich renne den ganzen Weg dahin. Da ist nichts. Da ist auch wieder nichts. Da ist auch schon wieder nichts. Warum packen die? Sticks. Ich denke mir immer so, die Grafiken haben noch nicht geladen, von was auch immer da erscheinen könnte. Deswegen gehe ich ein bisschen näher ran. Aber da ist so oder so nichts.
Ja, wo kommen wir hier hin? So, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wir sind in Olympios. Nein. Da, wo sind wir hier? Safgodmore. Oh, hier sieht es irgendwie richtig geil aus. So prähistorisch sieht es irgendwie aus. Wir haben schon Mammut gesehen. Ist aber geil. Logrin, die Überreste des Turms, Horsa. Häflings aus, Häflingstausch zum Verkehr. Nein, obwohl ich mal mit her als rumläufe. Gehen wir erstmal da oben zur Stadt. Wir können hier hin, also machen wir da auch. Eine Wüste, richtig geil. Haben wir eigentlich ein Schneegebiet? Nee, ne? Schneegebiet fehlt noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch so viel kommt, ehrlich gesagt. Also ein bisschen Interagierung mit den mit einigen Sachen hätte ich mir schon gewünscht. Mehr wenigstens irgendwie was schneiden kann mit dem Schwert. Ganz am Anfang konnte man die Spinnen weben. Oh. Schwäche Feuer. Noch ein Werwolf. Achtung, er ist ziemlich gerissen. Einfach alle mit einem Schlag weggehauen. Na, ich werde ja wohl in die Stadt reingehen können, ne? Oh. Gesehen, aber eine Truhe, aber heute nicht. Monster knüpfen wir uns alle noch vor irgendwann. Solange ich die Chance habe, hier überall anders hinzugehen, außer in der Story, werde ich das ausnutzen. Hallo? Die Musik? Okay. Die Musik hat ganz aufgehört. Jetzt wird was Schreckliches passieren. Aber schaffen wir es ja auch irgendwie in Nebenquests oder so. Und Sonne anzutreiben. Und Velo sagt mir jetzt gleich irgendwie so was wie, oh, wir müssen gar nicht hier rein. Neben Quests? Nein, okay. Warum nicht? Also irgendwas hier sieht so verdächtig aus. Prüfen. Oh, also, ich kann nicht gesehen. Wahrscheinlich kann man nicht da rein, ne? Das wäre irgendwie so schön. Können wir, okay. Ah, ja, was geht und jetzt Bosheit natürlich. Hier haben wir direkt zwei Sachen, die kümmern wir uns aber in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.